Und mit diesem krassen Anblick am Bayerischen Hof starten wir den heutigen Vlog. Die letzten zwei Vlogs war gar nichts am Bayerischen Hof. Digga, da hinten steht noch ein neuer alter GT3S. Bro, es ist ja geisteskrank. Also Huracan Performante in schwarz-matt und ein SVJ, also krank. Also die Hitze lohnt sich auf jeden Fall. Da noch ein getunter M5. Also es ist wirklich so krank heiß. Dann noch ein X6M, der ist auch krass. Und jetzt kommt der GT3S, also die zwei Lambos vorne. Es hat sich so gelohnt. Ich wusste doch, Samstag ist was los. Ich muss mal nicht so wackeln, glaube ich. Ich wackele. Ich muss ein bisschen achten, dass... Junge, der Porsche-Schriftzug oben. Digga, das sieht ja so krass aus. Warte ganz kurz, ich mache noch jetzt Bilder. Dann gehen wir weiter. Mein Freund sagt, der hat gestartupt. Müssen wir jetzt mal schauen. Das wäre natürlich ganz saftig. Aber ich glaube eher nicht. Auf jeden Fall, die Lichter haben geblinkt. Ach so. Check mal, ob da jemand drin sitzt. Alter, ich hätte nie gedacht, dass... Ich weiß schon, dass krass viel am Bayerischen Hof geht. Digga, der SVJ ist so tief. Ja, ja, ich glaube, ich habe dich gar nicht drauf. Habe ich extra drauf geachtet. Junge, das ist ja so krass. Ho, ho, ho. Ist noch einmal von... Also von vorne und von hinten. Vielleicht war es auch die Reflexion, mache ich noch Bilder. Oh, Junge. Jetzt weiß ich, warum die Münchner zu Performante oder allgemein Huracan Standard sagen. Aber ich gehe jetzt nicht rüber, weil ich gleich dann nochmal rüber muss. Sieht wirklich krass aus. Ach, 12 Superfast, let's go. Der sieht schon schön aus. Noch der Roma. Ist aber wahrscheinlich nicht der gleiche aus dem letzten Video. Da ist ein Conti. Nentel, wenn der mal wegfahren würde hier. Vorne in der anderen Seitenstraße war auch schon einer, aber der war mir jetzt nicht so wichtig. Geht direkt los, F8. Man hört sogar den Sound. Junge, der war laut. Personality in Alpina X7. Da ist ein M5 CS und der hat gerade Gas gegeben. Schon wieder der Huracan Evo, sondern der 5CS Aston Martin. Ein Ben Tiger und ich liebe es, ohne Hände zu fahren auf dem Roller. Der Rolls-Royce steht immer noch da und der Huracan Evo nicht mehr. Was? Bitte rausschneiden. Continental GTC. 12C, der ist übelst geil. Den habe ich auch im Real Racing. TTRS. Ich vermute mal, dass das schwarze BMW-Zeichen für irgendwelche Tunings steht. Ein Tiger. Und ich glaube, dass da. Ja, das ist ein Urus. Ist das ein Urus? Ich weiß nicht. Nee, das ist kein Urus, glaube ich. Ist kein Urus. Ein S7. Das ist übelst geil, der GLE. Der Abarth ist auch cool, der R ist auch cool und der Shelby ist auch cool. Oh, ein GT3 Touring, let's go, aber ein neuer und ein richtig geil aussehender. Alter, dieser Spoiler. Junge, die sehen auch geil aus. Zurück, 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 zurück. Foto. Also, ein GT3 Touring. Übelst geil, hier sieht man auch das Schild. GT3 Touring. Junge, sieht der fett aus. Dann dieser kranke Spoiler vom M4 Competition. Okay. Und weiter. Und ein RS6. Und jetzt muss ich wieder hoch. Da ist was ganz krasses anscheinend. Es ist ein ganz was tiefes. Huracan Performante wahrscheinlich. Ich muss meinen Roller nur kurz so hinstellen und let's go. Okay, der fährt hier rein. Digga, der ist so laut. Geil. Die hatten
Dingflügel, ein Tuningflügel, also ein Tuning-Spoiler. Junge, der sieht krass aus, der Spoiler. GT3, ein Custom. R8. Der R8 fährt noch da. Ah, schade. Doch. Ein Abt RS4. S oder keine Ahnung. Alter! Das könnte auch ein R sein, aber ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Das war ein R. Oha, C7. Das ist ein alter Wiesmann, glaube ich. Schade, verpasst. Also, halt von meiner Sicht aus. Der war laut, der war vorhin auch schon laut, wie er hergefahren ist. Boah, niemand hat gefilmt, aber ich. Digga, der war ultra laut. Er wird rausgezogen. Boah, Junge, das ist mies. Digga, wie tief gelegt der ist. Der Spoiler. Gleiche, abgetunte und der hat blaue Bremsen. Vielleicht war das eine Signature Edition. Und im letzten Video, also bei dem Motorworld Event, habe ich statt einem Signature Edition gesagt, in der Motorworld ein Signature Edition. Ich entschuldige mich dafür. Ein alter Bentley. Flying Spur. Die Farbe kommt gar nicht auf dem Ding rüber. So ein geiles Light Green auf dem M4. Oma kommt, aber die Hot Rods sind auch wieder da. Der tiefer gelegte C63 kommt. Digga, der ist so krank tiefer gelegt. Schaut euch das mal an. Ja. Das ein Ferrari ist, habe ich ihn drauf und das ist ein X6M. Andere filmen das, wir filmen das. Alter X6M und neuer X6M, beziehungsweise getuned. Der Subaru ist nochmal da. Abmod. Also, Highlights. GT3 RS, also halt ganz am Anfang und dann noch die zwei Lambos und der Huracan in der, also Huracan Performante und Aventador der SVJ und der Huracan Performante in der Maximilianstraße. Und sonst haben wir eigentlich nicht so krass gesehen. Also für Samstag ist es schon richtig schlecht und der steht immer da. Das war's vom Vlog. Ciao.